Hallo ihr Lieben und willkommen bei einer neuen Folge Let's Play, irgendeine Mischung. Oh meine Güte. Also willkommen bei einer neuen Folge Endzone. Meine Güte, ey. Da ist dann die Zunge einfach schneller als der Kopf oder der Kopf schneller als die Zunge und das kommt dann irgendwas ganz Komisches bei rum. Ja. Wir spielen Endzone oder Endzone, je nachdem wie man es sprechen möchte, von Gently Mad. Das hier ist noch ein Preview, denn dieses Spiel befindet sich noch ganz am Anfang der Entwicklung. Genauer gesagt, es hat natürlich jetzt schon einen Grundstock vorhanden, aber das hier ist der Bild einer Closed Beta. Und die Closed Beta mündet dann irgendwann in den Early Access. Das heißt, wir sind noch richtig ganz, ganz weit vorne bei der Entwicklung. Zumindest ist bei dem Teil, den man als Spieler mitverfolgen kann. Glücklicherweise dürfen wir hier einen Blick reinwerfen. Ich bin richtig happy darüber, dass wir in der Closed Beta tatsächlich schon ein bisschen Let's Play machen können, ein bisschen recorden, andere Leute streamen das Spiel. Also wenn ihr auf Endzone scharf seid. Jetzt haben wir schon die dritte Meldung, niedrige Nahrungsreserven. Okay. Es werden immer mehr. Mal schauen, wie viele das noch werden. So 10 Stück oder so. ich hoffe es zumindest nicht. Wir brauchen aber jetzt dringend mal Arbeiter, liebe Leute. Ah, Mann, das ist schon so ein bisschen ärgerlich irgendwie. Vor allem, wir haben in den verschiedenen Brunnen noch richtig viel Zeug drin, aber es kommt irgendwie nicht zur Zisterne. Also offensichtlich mache ich hier irgendwas falsch. Gebäude ausbauen. Was kann ich denn hier machen? Wassersilo. Okay, dafür bräuchte ich Schrott und Kohle und Plastik. Okay. Arbeitsfeld ändern. Geht das? Okay. So, ich kann verlegen und sagen, okay, holt euch das Zeug von den verschiedenen Orten hier in der Gegend. Oh, das ist nicht blöd. Finde ich gut. Da haben wir natürlich ein bisschen mehr Möglichkeiten und das noch ein bisschen zu beeinflussen. Aber ich glaube, ich nehme jetzt hier erstmal einen Arbeiter raus und setze hier einen rein, denn wir brauchen dringend Stoff, damit wir unsere Leute auch mit Schutzmasken und Zeug ausstatten können. Denn das wird halt immer weniger und wir haben jetzt so viele Kinder, die verbrauchen das alles. So, gucken wir doch mal, wie viel hier dann rumkommt. Minus 13 Stoff. Naja. Lass uns mal hier die Nacht ein bisschen vorspulen, denn es gibt hier nicht so viel Spannendes zu sehen. Und zumindest scheint das mit dem Essen hier auch halbwegs zu funktionieren jetzt. Wir kriegen ordentlich was rein. Das ist schon mal... Nur das mit dem Wasser läuft halt überhaupt nicht. Ich weiß jetzt noch nicht, wie ich das lösen soll. Mehr Wasserträger. Ich meine, ich habe jetzt hier wie viele? 4 Stück. Und die kommen damit trotzdem nicht klar. Hm. Naja. Wird schon irgendwie werden, hoffe ich mal. So. Aber zumindest unsere Paprika wächst und wächst und wächst. Und die Kartoffeln auch. Also, ich hoffe das Beste. Dass wir hier ordentlich Essen reinkriegen. Und wir haben ja jetzt auch ein Lager, wo der ganze Krempel rein kann. Das ist schon mal ein Anfang. Könnte schlimmer sein. So. Und hier haben wir dann hoffentlich eine Produktion. Hier kommt schon das Rohmaterial rein. Der ganze Schrott. Hier oben sehen wir, wie viel wir haben. Wir haben 110. Hier sind jetzt gerade mal 8 gelagert. Und daraus wird dann jetzt hoffentlich der Stoff hergestellt. Aktuelle Saison. Aktuelle. Da habt ihr ja noch einen Schreibfehler drin, liebe Leute. So, ein Schrott wird zu viel Stoff, wie es ausschaut. Das ist natürlich schön. Also wir könnten Metall herstellen und Elektronik und Plastik. Das ist natürlich nice. Okay, jetzt brauchen wir definitiv Schutzkleidung, weil unsere Siedler verbrauchen einfach davon zu viel. Wir haben zu viele Kinder. Wann werden die denn jetzt mal erwachsen? Also ich meine, irgendwann sollten die doch mal nützliche Mitglieder unserer Gesellschaft werden können. Ah, so, was haben wir hier? Durchschnittliche Gesundheit der Siedler. Okay, sie sind offensichtlich einigermaßen gesund. Sie sind auch einigermaßen zuversichtlich. Also, könnte schlimmer sein. Momentan läuft der Laden jetzt halt noch nicht so genial, aber wir arbeiten dran. Na, wir haben hier den ersten Stoff. 4 Stoff. Ach, die werden jetzt wahrscheinlich ins Lager geschleift. Ja, hier, guck, da ist einer, der Stoff trägt. Cool.
Dann brauchen wir hier eigentlich noch Logistik. Nochmal einen Weg hier rüber. So. Damit das hier ein bisschen vorangeht. Ach, das ist ein Baumeister. Du bist ein Baumeister? Ja. Der hatte so viel Langeweile, dass er jetzt erstmal so ein bisschen den Stoff durch die Gegend geschlürt hat. Okay, kriegen wir hin. Alles nicht das Thema. Und da wir jetzt 4 Stoffe auf Vorrat haben, kann ich jetzt auch langsam mal damit anfangen, die Schneiderei zu basteln, die wir hier auch hinsetzen werden. Setze ich die hier hin oder mache ich das so? Ich denke mal, ich setze sie hier ran und dann kann hier nochmal irgendwas in die Ecke rein. So, dann werden wir hier noch eine Straße basteln. Damit sich hier die Leute auch immer schön bewegen können. Oh Mann. Und wir brauchen dringend Arbeitskräfte. Wie lange sind diese Kinder denn Kinder? Das wäre cool, wenn wir das noch irgendwie mit einer Statistik erfahren könnten. Mal gucken, was haben wir hier? Hier ist eine Statistik. Gut. Werkzeug, Kleidung. Erwachsene. Kinder essen nicht ganz so viel. Wir haben hier ziemlich viele Kinder und so, aber es verrät uns leider nicht. Oh, wir haben 40 Bäume. Echt jetzt? Uhuhu. Oh, okay. Im Tutorial hat es mir nämlich gesagt, dass das noch nicht so vorhanden ist. Cool. Okay, das sagt mir jetzt aber leider nicht, wo ich das Feld am besten hinstelle, weil so eine Plantage wäre natürlich geil. Das darf dann einfach mal vor sich hin wachsen. Und Pfirsiche mag doch sowieso jeder. Also ich mag Pfirsiche. Wo stellen wir die denn am besten hin? Ich warte jetzt mal, bis die Trockenheit hier reinkommt. Mal gucken. Jetzt ist schon wieder etwas trockener als vorher. Leicht kontaminierter Regen. Nee, schwach kontaminierter Regen, okay. Ich habe so die Befürchtung, dass sich das auch irgendwann ändern wird. Dass wir dann den richtig fiesen Regen kriegen. Und hier wird jetzt gerade erstmal Zeug rausgeholt. Vielleicht sind das auch einfach zu viele Brunnen. Also wir haben hier die krassen Arbeitstiere, die dann ordentlich Vorrat rausschaufeln. Und unsere Träger kriegen das Zeug einfach nicht zum Vorrat geschlürt. Mal gucken. Weil ich kann die Kinder auch nicht extra anwählen. Das ist ein bisschen blöd. Weil es würde mich schon interessieren, wie lange ich die jetzt noch durchfüttern muss, bis sie arbeiten können. okay. Siedlungsinventar haben wir. Aber nichts über die Kinder. Was ist das? Spielprotokoll. Oh, das ist ja cool. Hier steht dann drin, was so passiert. Okay, was haben wir denn hier? Ja, wir haben noch keine Schutzkleidung. Wir arbeiten daran. Das mit dem Stoff geht halt nicht so schnell, liebe Leute. Jetzt mache ich mal hier so richtig, richtig schnell. Go, go, go. Zack, wir brauchen viel Stoff, Leute. Macht mal hin. Also das ist jetzt Leben auf der Überholspur. Oh, wir haben Erwachsene. Geil, wir haben 2 weitere. Sehr schön. Ja, ich weiß. Ich arbeite dran. Wir haben endlich weitere Arbeiter. Das ist schön. Oh my. Und ich denke mal, früher oder später werden wir hier auch weiterziehen müssen, wenn hier alle Ressourcen in der Umgebung verbraucht wurden. Anders geht das. Gott, wie viele Kinder sind hier? Sie haben das jetzt sehr angenommen, als ich gesagt habe, ihr müsst mehr poppen und mehr Kinder produzieren. Definitiv. So, hier ist die Schneiderei. Das ist schon mal gut. Dann darf hier einer arbeiten. Wie viel kostet denn die Aktivkohlewaske? Wir haben keine Kohle, also brauchen wir erstmal das hier. Wir brauchen Stoff. So. Was fehlt denn hier? Benötigt Stoff. Ja, okay, klar. Das wissen wir. Wie viele Leute arbeiten hier? Nur einer. Gut, kommt dann am nächsten Tag. Da dürft ihr euch dann hier mal ordentlich ausstatten. Und wir brauchen neue Gebäude offensichtlich.
Okay, jetzt sind hier mal ein ganzer Schwung Leute erwachsen geworden, was jetzt auch nicht verkehrt ist. Dann können wir das hier wieder in Betrieb nehmen. So, wie sieht's denn hier bei der Sammelhütte aus? Hier ist immer noch eine Menge Zeug. Okay. Dann können wir uns jetzt tatsächlich auch mal um die Plantage kümmern, was ich sehr schön finde, weil ich mag Bäume. So, wo ist es hier noch einigermaßen feucht? Ich glaube mal, ich nehme diese Ecke hier. Warte mal, so. Ach, ne, nein. Oh, nicht ärgern. So, hier. Und nachdem wir jetzt hier Pfirsich haben, setzen wir mal Pfirsich hin. Cool. Das ist doch schön. Und wir brauchen noch jemanden, der sich um dieses Ding hier kümmert. Ich glaube aber mal, dass das jetzt hier auch nicht ganz so krass wird. 480 Verpflegung, kriegen wir hier mehr rein, wenn ich mehr Leute reinsetze? Nee, sieht nicht so aus. Okay. Also hier dürft ihr mal ordentlich werkeln. Puh, ja, es wird zu langsam. Zumindest habe ich die starke Hoffnung, dass wir das irgendwie hinkriegen. Und dass wir hier auch die Schutzkleidung hinkriegen. Immerhin, jetzt ist hier schon mal dreimal Stoff. Wie viel brauche ich denn? Drei Stoff für zwei Halstücher. Okay, ja, das kriegt er schon hin. Ist jetzt natürlich nicht ganz so glücklich, denn es dauert jetzt eine Weile, bis der ganze Stoff da sein wird. Aber, was bist du? Du bist ein Bauer. Okay. Du hast Essen, du hast ein Zuhause und du hast Trinken. Also könnte alles schlimmer sein. Bin ja mal gespannt. Oh, hier steht sogar Taylor. Oh, das ist ja süß. Damit jeder Idiot auch noch gerafft, dass hier tatsächlich der Schneider unterwegs ist. Okay. Nicht genügend Häuser. Ja, ihr produziert aber jetzt schon eh genügend Nachwuchs. Eigentlich braucht man jetzt nicht so schnell irgendwie neue. Ich weiß, ich bin fies. So, ein Friedhof baut, bietet den Siedlern einen Ort, an dem sie ihre verstorbenen Verwandten trauern können, wenn ihr. Was ihr Vertrauen stärkt. Oh Gott. Alter! Wie groß ist das Teil? Du lieber Himmel. Wow. Okay. Das ist jetzt nicht gerade wenig. Kümmern wir uns aber erstmal um die Försterhütte, denn die brauchen wir auch. Es geht halt auch nicht darum, geht halt auch nicht ohne. Denn wir müssen hier in absehbarer Zeit ein Holz nachproduzieren. Wir haben jetzt gerade nicht mehr so viel. Also werden wir hier einen Förster hinsetzen. Und weil es so schön war, bauen wir den hier hin. Was ist denn los? Ja, ich weiß doch, dass das mit der ganzen Sache doch ein bisschen braucht. Und hier kommt dann ein Träger, der den Stoff endlich zur Schneiderei bringt. Oder auch nicht. Hä? Wieso läufst du jetzt schon wieder weg? Was soll der Mist? Haben wir hier keinen Vorrat? Doch, wir haben Vorräte. Okay. Kapazität. Wir haben doch hier einen Arbeiter. Huch, was ist das? Neue Aufgaben. Öffne die Zielübersicht. Uffuhu. Okay. Offensichtlich kriegen wir hier etwas zu tun. Schrott eingelagert. Sammle Ressourcen aus der Umgebung. Okay. Und ich kriege dann Metallwerkzeuge und Holz geschenkt. Ach, das ist ja süß. Kriege ich eine Aufgabe. Cool. Das heißt, ich werde jetzt mal hier partiell noch ein paar Leute reinsetzen. Dass da mal ein bisschen was geht. Oder auch nicht. Warte mal. Hier haben wir diese Arbeitswerkstätte. Ich werde das mal abreißen und gucken, dass wir hier möglichst schnell vor allem Schrott sammeln. So, wie viel holen wir denn hier? Oh, hier geht noch richtig viel. Wie viel muss ich denn holen? 232. Also ich hoffe mal, dass das jetzt hier klappt. Eine Aufgabe ist natürlich cool. Habe ich hier keine Arbeiter frei? Oh. Ich glaube mal, dann machen wir das hier mal aus. Dann haben wir hier zwei freie Arbeiter. Und die können dann hier hoffentlich ganz, ganz viel reinziehen oder so.
Oder aber ich setze das hier mal partiell aus. Dann haben wir hier drei Leute, die ordentlich Schrott reinsammeln. Mal gucken, ob es klappt. Wäre natürlich cool. Ich bin ja so ein bisschen wild auf das ganze Zeug hier. Aber hier ohne Arbeitskraft ist natürlich auch scheiße. Also man sieht hier jetzt noch nicht so wirklich die Auswirkungen auf das, was produziert wird. Wenn man mehr Arbeiter irgendwo reinsetzt. Also ich würde doch eigentlich davon ausgehen, dass hier mit mehr Arbeitern mehr rauskommt. Oh Mann. Ist das so ein bisschen... Metallwerkzeuge wären natürlich schön zu haben. Das gebe ich ja zu. Die kann man immer gut haben. Oder aber wir setzen das hier aus und packen die hier rein. Ist das die effizientere Variante zum Sammeln? Wie viel Zeit habe ich denn jetzt hier? 20 Minuten. Okay, gucken wir mal, was das hier gibt. Ob sich das dann enorm steigert oder so? Läuft das schneller, wenn ich jetzt hier... Oh ja, das ist tatsächlich, wenn ich hier vorscrolle, dann wird das hier auch schneller. Haha! Okay. Sorry, Leute. Ich schicke euch jetzt hier irgendwie von Hinz zu Kunz. Diese eine Arbeitskraft hier, die werden wir mal wegtun. Ist das jetzt die Gesamtkräfte? Ah, okay. Nein, das machen wir jetzt mal aus hier. Was ist das hier? Aktuelle und maximale Arbeiterkraft, okay. So, dann darfst du hier auch noch ein bisschen Schrott sammeln, in der Hoffnung, dass das hilft. Eieiei. Das mit den Aufgaben finde ich aber irgendwie cool. Also zu sehen, dass man ab und an hier mal was zu tun kriegt, das macht schon Laune. So, wir haben wie viele drei freie Arbeitskräfte, okay. Wir haben zumindest jetzt auch ein bisschen Wasser. Na, mal schauen, ob das jetzt klappt. Ich meine, wir haben hier unten jetzt keinen drin und hier oben wird hoffentlich alles abgesammelt, was wir finden. Eieiei. Immer diese Spannung, the Suspense und so. So, Leute, kriegt ihr das hin? Wird hier erstmal ein bisschen beschleunigt, gesammelt, getragen. Ich bin gespannt. Aber ich fürchte, das schaffen wir wahrscheinlich nicht. Weil wir einfach nicht so viele freie Arbeiter haben. Oder? Wo kriegen wir das zusammen? Das wäre natürlich geil. Ich meine, den ganzen Schrott brauchen wir auf jeden Fall sowieso. Kommt, Leute. Mehr sammeln. Noch mehr sammeln ist gut. Das könnte sogar klappen. Fände ich jetzt ziemlich geil. Gerade wegen der Werkzeuge, die haben wir ja noch nicht. Die erstmal herzustellen, das wird jetzt noch eine Weile dauern. So. Jetzt sind wir schon auf 10 Minuten runter. Also das ist jetzt mal so Aufgabenerledigung im Schnellvorlauf. So, kommen wir mal weiter. Fehlt jetzt nicht mehr viel. Okay, warte mal. Jetzt gibt es hier keinen Schrott mehr. Okay, benötigt Ruinen. Das werden wir abreißen. Dann brauchen wir das nächste Teil. Wo können wir denn hier noch Schrott abbauen? Hier ist nur noch 16. Das ist ein bisschen wie... Oh, hier ist doch noch so richtig viel. Geil. Oh ja, schön direkt vor der Haustür. Super. Kommt, Leute. Endspurt! Wir tun alles für die coolen Sachen hier. Go, go, go. Macht mal hin, Leute. Schön einsammeln. Wir brauchen nur noch 20 Stück. Noch 10. Ja, das schaffen wir. Geil. Die erste Spielaufgabe kriegen wir hin. Yes. Wenn wir was lieben, dann durch endlose Müllberge zu wühlen. Einfach klasse. Okay.
Ja, ich weiß ja nicht. Also ich würde da ja nicht draufstehen. Klasse, Boss. So kann es weitergehen. Da sind die Leute happy. Schön. Super. Gut. Dann muss hier mal ein bisschen weiter geschneidert werden. Wir haben inzwischen 8 Leute, die kein Zuhause haben. Oh, das ist echt nicht gut. So, dann darf hier einer mal weiterarbeiten. Silo ohne Schutzkleidung. Ja, daran arbeiten wir. Unser Schneider wird halt nicht schneller dadurch. So, dann brauchen wir hier wieder den Typen, der Schrott sammelt. Und wie viele haben wir jetzt noch übrig, die irgendwie... Oh, 6 freie Arbeiter. Das ist natürlich schön. Aber dann können wir hier nochmal einen reinstecken. Einen Schneider könnten wir auch noch dazu tun. Das reicht dann auch. So, Stoff haben wir jetzt 8 Stück. Es wird. Häuschen bräuchten wir natürlich auch so langsam. Okay, hier, oh, hier wird langsam voll. Pilze und Beeren. Wow. Ein ganzes Lagerhaus voller Essen. So, dann bräuchten wir hier mal einen Förster, der erstmal abholzen darf, weil wir brauchen Holz. Ist nicht mehr sonderlich viel da. Okay. Wie viele freie Leute haben wir denn jetzt noch? 3. Okay, dann haben wir hier oben beim Brunnen noch jemand, der arbeiten darf. Und wir könnten noch eine fünfte Arbeitskraft brauchen, die hier Wasser transportiert von den verschiedenen Plätzen zurück zur Zisterne. Okay, mal schauen, ob das jetzt so funktioniert. Ich hoffe es zumindest. Also, unsere erste coole Aufgabe haben wir geschafft. Da bin ich schon mal sehr stolz auf uns. Wir sind halt die Besten. Und auch die verpeiltesten wahrscheinlich. Also ich würde mal wetten, dass so zig andere Streamer das viel besser hinkriegen. Aber das macht ja nichts. Ihr habt euch drauf eingelassen. Ihr wusstet es nicht besser. Okay, was haben wir denn hier? Die Raffinerie trennt Metall, Stoff, Kunststoff oder Elektronik von Schrott. Es kann jeweils immer nur eine dieser Ressourcen getrennt werden. Okay. Ich überlege aber, ob wir nicht noch einen Recycler hier basteln, denn wir brauchen definitiv neue Ressourcen. Okay, der passt hier nicht hin. Oh, der ist zu breit. Okay. Ist ein bisschen sehr breit, das gute Stück. Dann setzen wir den einfach hier hin. Boah, aber ich habe irgendwie nicht so viel Lust, hier noch mehr Hütten zu bauen, damit es noch mehr Kinder gibt, ey. Könnt ihr nicht woanders schlafen? So, und was bist du? Man kann das Gebäude ausbauen. Das Stadtzentrum erweitert sich mit der wachsenden Bevölkerung der Siedlung. Für 72 Holz und 48 Schrott. Ich bin gespannt. Schauen wir einfach mal, was sich dann damit ergibt. Okay, gucken wir mal. Damit das hier ein bisschen cooler wird. Huch. Open Log File? Nee, wollte ich jetzt eigentlich nicht. Egal. Ihr Lieben, wir haben jetzt hier wieder ein bisschen Arbeit in Auftrag gegeben. Und zumindest ist unsere erste Aufgabe geschafft. Ich bin schon sehr happy. Mal gucken, was daraus noch wird. Und ob wir unsere Leute nicht doch noch irgendwann töten. Macht es gut, habt eine schöne Zeit. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und bis dahin fröhliche Apokalypse.